Zur traditionellen Elternprüfung anlässlich des 37. Rasteder Elternfestes bestiegen am Sonnabendmorgen die Vorsitzenden der Rasteder Ratsfraktion, Vertreter des Rasteder Verkehrsvereins sowie Bürgermeister Dieter von Essen erst eine Kutsche und dann das Floß auf dem Elernteich. Von dort aus prüften die Genannten, ob Luft, Wasser und Tierleben am Elernteich noch gut und reichhaltig sind. Dann stand die diesjährige Elernrede auf dem Programm. Bis zuletzt war wie üblich die Identität des Elernredners geheim gehalten worden. In diesem Jahr machte Axel Bödecker, erklärter Fan nicht nur des Elernfestes, sondern auch des FC Rastede, eine sehr gute Figur. Er begab sich auf die Suche nach Gut-Rastedern, fand sie in den Fußballhelden seines Vereins, mokierte sich gekonnt über die Parksituation im Ort als Folge einer viel zu engen Oldenburger Straße. Bödecker plädierte für einen zentralen Imbiss mit Brat- und Currywurst und Schnitzeln aller Art und sparte auch das Thema Riesenkuhstall in Kleibruck nicht aus.